Yo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start. Es ist Mittwoch, es ist Vlog-Time. Und der heutige Vlog ist komplett vollgepackt mit DayZ News. Ich bin gerade hier im Auto. Ihr seht mal was Neues. Ich komme nicht gerade von der Arbeit, beziehungsweise war gerade auf der Arbeit. War noch beim Burger King, hab schön ein Whopper-Menü mit einem Whopper. Hat lecker geschmeckt. Ja, eigentlich bin ich nicht so der Fastfood, ja doch, schon Fastfood-Esser, bin ich der Burger King-Fan. Aber hat doch gut geschmeckt, muss ich sagen. Jetzt, wo mein Bauch voll ist. Eigentlich wollte ich einen Vlog im Burger King machen. Wir haben so schön 2 Etagen Burger King da. Lief aber die ganze Zeit Musik und ihr wisst ja, GEMA, hast du nicht gesehen, bla bla bla, darf ich nicht benutzen. Deswegen, Leute, machen wir hier aus dem Auto. Und heutige News betrifft sowohl DayZ Standalone als auch die DayZ Mod. Ich fange mit der DayZ Mod an. Und zwar werde ich demnächst wahrscheinlich eine Partnerschaft mit DayZ Germany eingehen, beziehungsweise germandayz.de heißt das. Ich kenne schon den Dennis ein bisschen länger, schon knapp 2 Jahre. Falls jemand von euch noch an die ganz alten Zeiten erinnert und ihm das Raptor-Team was sagt oder der Raptor-Server in Arma 2 Mod, in der DayZ Mod, dann weiß er Bescheid, das war nämlich der Admin davon. Und wir haben gestern so ein paar Sachen besprochen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ja, wir haben auf jeden Fall Bock wieder auf so einen richtig geilen Community-Server. Das heißt also, ihr könnt mit uns spielen. Wir bauen den geilsten Server überhaupt auf in Arma 2. Wir haben schon ein paar Sachen besprochen, was es alles da geben wird. Für mich ist das gut, weil ich habe sozusagen, wie soll ich das sagen, meine Entscheidung zählt auf dem Server. Das heißt also, ich darf mitbestimmen, welche Fahrzeuge, welche Waffen, sowas alles, welche Map gelaufen wird. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ihr wisst ja, Sachen, die zurzeit bei Overpoch sind, die absolut No-Go sind, wie zum Beispiel der M2 haben wir, sag ich nur, AD, dich werde ich nicht mehr wiedersehen. Sowas kotzt mich an. Und ja, sowas wird es dann nicht geben. Also wir versuchen das möglichst balanced zu halten. Und ja, das wird eigentlich mega geil gemacht. Und es wird einfach nicht nur ein Random-Server wie, keine Ahnung, 0815 jeder andere Server, sondern ich kann euch mal so ein paar Features sagen, die schon so gut wie fertig sind, also die nur noch ausgetestet werden müssen. Denn der Dennis, der hat da schon ein bisschen Gas gegeben im Vorhinein. Der hat ein Script zusammen gebaut für ein Fahrzeug, also da werden richtig geile Scripts drauf laufen. Ihr kennt ja zum Beispiel das Problem, es gibt diese scheiß Camper-Basen, ja? Selbst wenn nicht, jemand baut eine Base, liegt da 24 Stunden am Tag und campt und campt und campt. Und sowas geht einfach nicht. Und ihr wollt euch mit dem anlegen, ihr wollt den töten. Die Sache ist super, ihr habt den Tod, aber ihr kommt nicht an das Loot-Gear oder ihr sterbt einfach auf dem Weg dahin. Und dagegen haben wir sozusagen, beziehungsweise hat der Dennis sich was ausgedacht. Der hat ein Fahrzeug ein bisschen abgetuned. Das ist jetzt ein Fahrzeug, ihr müsst euch vorstellen, es fährt 50 km/h. Natürlich, Geschwindigkeit ist geändert. Ich sage euch noch nicht, welches Fahrzeug das sein wird. Also lasst euch überraschen, das ist nur eins von vielen Scripts. Das ist ein Fahrzeug, hat 3 verschiedene Formen. Die erste Form ist, es fährt 50 km/h. Das heißt, ihr könnt euch wie jedes normale Fahrzeug durch die Gegend bewegen. Die zweite Form ist, ihr könnt das Fahrzeug umbauen zu... Ja, mit dem Scroll-Menü baut ihr das sozusagen um. Ich muss mal eben die Cam festhalten. Ich habe nämlich noch kein so Anti-Glitch-Pad. Ihr könnt das Fahrzeug umbauen. Das bedeutet, das Fahrzeug ist dann ein statisches Objekt, wird zu einem Lazarett-Zelt, sagt man ja so schön, zu einem Medic-Zelt. Und ihr könnt dort euch ein Spawnpunkt bestimmen, beziehungsweise ihr bestimmt, dass euer Spawnpunkt dort sein soll. Das heißt, wollt ihr so eine Base, so eine Camper-Base angreifen und wenn ihr sterben solltet, dann könnt ihr euch zum Beispiel nach 5 Minuten werdet ihr an diesem Spawnpunkt wiederbelebt. Das heißt also, wenn ihr eine Base stürmen wollt mit einer großen Gruppe und mal sterbt, ist es nicht mehr so schlimm. Das heißt, nein, der Sturm ist nicht zu Ende, sondern ihr wartet 5 Minuten und dann geht es wieder von neu los. Das heißt, ihr seid gleich schon wieder am Punkt. Ja, dieses Lazarett-Zelt kann man natürlich mit 1-2 Schüssen zerstören, dann gilt auch der Spawnpunkt nicht mehr. Es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Fahrzeug, die da in-game geworden. Finde ich nicht OP, sondern finde ich ganz cool, weil das Gear und alles verliert ihr. Das wäre die zweite Option gewesen. Die dritte Option ist, auch wieder mit Scroll-Menü, kann man das Fahrzeug auf 5 km/h beschränken, ist also die dritte Bauform für ein Fahrzeug. Aber da kommt gleich, jetzt muss ich muss gleich wieder die Cam festhalten. Ihr könnt das Fahrzeug auf 5 km/h begrenzen.
Und es wird wie eine Belagerungsramme sein. Das heißt, sollte hier zum Beispiel so eine Camperbase angreifen, dann ist es ja immer so, okay, ihr habt die Base angegriffen, das Gear ist aber weg. Wieso ist das Gear weg? Ich muss eben die Kämpfe halten, hier scheiß Kreis weg, ja? So, okay, jetzt geht's wieder. Das Gear ist weg. Wieso ist das Gear weg? Ja, ganz einfach. Ihr kommt ja nicht an das Gear dran. So. Ihr habt, selbst wenn ihr den tötet, kommt ihr nicht an das Gear dran, weil die Base ist abgeschlossen. Sowas finde ich immer stinklangweilig. Deswegen gibt es die dritte Form, 5 km/h, es ist wie eine Belagerungsramme. Das heißt, ihr könnt an die Base ranfahren und ihr packt sozusagen eine mobile Leiter aus und mit dieser Leiter könnt ihr dann das Gear looten oder in andere Basen eindringen. Also das ist eine ganz neue Form, sowas habe ich noch auf keinem anderen Server gesehen. Da laufen dann auch 1000 andere Scripts, also das wird ein richtig geiler Server mit der Community. Das heißt, ihr könnt natürlich mit uns spielen, wird unser neuer Stammserver auf jeden Fall. Jetzt, wenn ich andere Scripts nennen würde, gibt es 100 geile zum Beispiel. Wenn man stirbt, hat dein Teammate noch irgendwie eine Minute lang Zeit, sich dich wiederzubeleben. Das heißt, er braucht einen Epipen, er braucht ein Bloodpack, er braucht ein besonderes Item, Bandage, so halt das, was man normalerweise braucht, um, sag ich mal, erste Hilfe zu leisten. Dann kann man dich noch retten, sowas alles. Finde ich ganz cool, also ein Haufen neuer Scripts. Finde ich echt cool gemacht. Was gibt es sonst zu sagen? Das ist das alles, was so zur Mod erstmal da ist. Also ein Community-Server mit euch. Welche Map und so laufen wird, wird noch alles beschlossen. Also wir werden es da mal zusammensetzen. Der Dennis muss sich noch ein Admin-Team zusammensuchen. Und dann, für mich ist es natürlich wichtig, kein Admin-Abuse. Aber da kann ich dem Dennis vertrauen. Raptor Gaming, damals gab es zwar ein, zwei Admin-Abuser, wird es nicht mehr geben. Gegen sowas bin ich strikt dagegen. Vor allem, wo ich jetzt einfach Mitspracherecht habe, sag ich mal, ne Leute. Was gibt's denn sonst? Zu DayZ Standalone. Es kommt wahrscheinlich heute sogar noch der Patch. Ich habe nur gesehen, DayZ war heute den ganzen Tag down, beziehungsweise die Server waren down wegen Arbeiten. Was für ein Patch das ist, habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Wettersystem. Das bedeutet, man kann jetzt krank werden, man kann nicht nur krank werden, man kann sich überhitzen. Wenn du nasse Klamotten anhast, also das heißt, wenn du durch den Regen läufst, deine Klamotten nass sind, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du halt dich erkälten oder es gibt jetzt ein Farming-System, das bedeutet, man könnte Sachen anbauen. Wie das genau funktioniert, muss man mal schauen. Bin ich selber noch nicht sicher. Aber es gibt so ein Farming-System wie Harvest Moon vielleicht, dass man Karotten anbauen kann, die dann essen kann. Das heißt, man ist nicht gezwungen, immer eine Stadt zu looten. Finde ich ganz cool. Ist die Frage, wie weit das Ganze funktioniert. Zombies werden überarbeitet, also angeblich sollen die nicht mehr durch Wände glitschen, war ja immer ein extremes Problem bei DayZ. Die Tier-KI wird überarbeitet, das heißt zurzeit laufen die ja stumpf durch die Gegend, das soll ein bisschen besser werden. Was haben wir noch? Muss ich aus dem Kopf überlegen. Neue Waffen natürlich, neue Mods. Das ist aber so das ziemlich Wichtigste bisher, was mir einfallen würde. So, wieder festhalten. Wow, da rutscht man nämlich schon wieder weg. Bam, 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 bam. Ja, Leute, aber ich glaube, das war's auch soweit. Das waren die News. Ich werde heute wahrscheinlich noch mit Mr. Moore, falls ihr euch, oder den muss man eigentlich kennen, ist ein sehr cooler YouTuber. Mr. Moore, könnt ihr mal vorbeischauen. Mit dem werde ich eine Runde Standalone aufnehmen. Gucken, wie es läuft. Ich hoffe, es läuft ziemlich gut. Der hätte auch Bock auf die Mod. Aber müssen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Deswegen, Leute, ich sage einfach, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!